Na Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Prehistoric zusammen mit Tamesis und Sabrina. Hallo! Ja, heute ist Gibby mal nicht dabei. Ausnahmsweise haben die Mädels mich nochmal reingelassen und da bin ich natürlich auch sehr dankbar. Aber nur ausnahmsweise. Ich werde mich auch benehmen. Das will ich auch hoffen. Auf jeden Fall. Du stehst schon an der Kante, also. Ja, ich bin ja? Nur noch einen Schritt davon entfernt, wieder ganz lange weg zu sein. Ganz dünnes Eis, Freundchen. Ganz dünnes Eis. Lässt uns hier so lange alleine. Das geht ja wohl gar nicht. Also. Ja. Wir haben heute vor, euch gewählten Dinosaurier vorzustellen. Ne? Leute, Zuschauer, es ist soweit, ihr bekommt Geschenke. Ja, wir brauchen jetzt erstmal Holz, weil dann schreiben wir auf Schilder, welchen Dino bekommen. Ja, das ist so. Genau. Ich kenne mich gar nicht mehr hier aus, ich war schon zu lange nicht mehr. Ich habe Schilder gefunden, also, ach hier sind aber keine. Ich habe instinktiv einfach mal auf die Toilette gezogen. Natürlich, wohin auch sonst, ne? Ja, das ist doch mein natürliches Habitat. Ihr seid voll... Okay, ihr seid buggy. Das ist ja cool. Okay. Kann man sich einfach so Sticks rausnehmen? Ja. Voll gut. Das ist eine Barrel. Ah. Das ist überwältigend für mich. Das sind so viele neue Eindrücke. Was? Ja, überwältigend. Ich habe ein Geschenk. Ah, ich find's gut, dass du immer noch die grünen Schuhe anhast. Ja, das stimmt. Die lasse ich immer an jetzt. Die sind hübsch. Sehr hübsch, Tamis. Ist wirklich wundervoll. Ich habe für Silas Geschenke. Geschenke? Was ist das denn? Ein Whisk-Kristall. Ganz wertvoll. Kann man die essen? Das wertvollste, das ich habe. Was macht man denn damit? Es ist hübsch. Das stimmt, das stimmt. Ich habe auch Geschenke für Silas. Hier. Oh. Oh, noch mehr. Jetzt geht's aber los. Dankeschön. Da muss ich... Warte mal, wo war das denn hier? Verdammt. Wo geht der hin? Achso, die Towncraft-Kiste, die da hinten, ne? Ich muss vor Aufregung... Ich bin so aufgeregt, endlich wieder dabei, denn so viele Geschenke... Achso, oh ja, dann ich störe dich nicht weiter. Dubidubidu, ich habe nichts gesehen. Die Towncraft-Kiste? Was für ein Ding? Da, wo diese Kristalle drin gelagert werden. Hier hinten, die Kiste. Das sind jetzt Silas Geschenke, der gibt die doch nicht. Die gebe ich her. Nie wieder her. Guck mal, wie viele wir da drin haben schon. Oh. Oh Mann. Quicksilver Drop? Na Mensch. Unglaublich, ja. Unglaublich. Ja, ja. Sabi läuft mit den Schildern weg. Ich habe auch Schilder. Komm, lass uns unsere Schilder zusammenschmeißen. Schilder. Kriegt alles, Schilder. Sabi. Sabi ist unsere Organisationstalent hier. Gib mir Schilder. Mehr habe ich nicht. Ich habe nicht mehr. Okay, dann geht's halt. Ja, wo stellen wir eigentlich da so eine Wand auf, wo wir die denn alle raufschreiben? Weil unsere eigenen müssen wir auch noch raufschreiben und so, ne? Warum müssen wir unsere aufschreiben? Damit wir nicht nicht vergessen, wie unsere Dinos heißen. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir machen hier neben dem Netherportal. Ah nee, da ist die Kuh. Oh. Da ist die Kuh. Ja, hier so drumherum vielleicht. Oder hier auf der anderen Seite. Da. Hier, dass wir da einen Gang durchmachen. Ah. Ah. Ja, dann ja, wir haben Gänge geschlagen. Ja, dann haben wir da unsere Dino-Wall. Oh Gott, ich habe in deinen Kopf geblickt. Der ist ziemlich leer, ich weiß. Der ist wirklich leer, Silas. Ja. Ja. Warte mal. Bei deinem komme ich gar nicht rein. Ich konnte bei Sabi nur von hinten rein. Die Ideen entstehen im Void. Okay. Oh Mann. Oh. Ich habe ja gesagt, ich bin geklopft geworden. Ja, wie gesagt, das war doch schon immer drin. Achso, wollen wir überhaupt den Boden rausmachen? Ja, den können wir auch hier mit diesem Holz vielleicht. Und dann würde ich sagen, die Wand kriegt so ein Metaportal. Das wird unsere Dino-Wand.
auch wo wir dann halt Holz reinziehen. Haben wir Holz dabei oder soll ich noch welches holen? Hol am besten von dem Dunklen hier. Okay. Dann können wir das so einheitlich machen. Yay. Und vielleicht auch ein paar Stämme von dem Dunklen, dann kann man so ein bisschen so einen Akzent machen. Ein Akzent. Akzent. Ja, genau, ein Akzent. Ich habe wieder Biofossil gefunden. Sehr schön. Denn Leute, wir haben ein Problem. Wir haben 2 T-Rex-Bestellungen und wir haben keinen einzigen. Also wir können nicht garantieren, dass die noch vor Weihnachten ankommen. Nee, vor Weihnachten wird es eher schwierig. Dankeschön. Aber Leute, wir geben unser Bestes, ne? Marito, Slomo, eure T-Rexes sind in Arbeit hier. Wir geben also, alles, dass wir sie finden. Ja, aber vor Weihnachten kommt gar keiner mehr an, weil nächste Folge kommt am Montag und da ist Weihnachten schon rum. Das ist richtig. Aber zumindest kann ich mal einfach sagen, wer Dino-Pate geworden ist, oder? Während ihr das so baut, kann ich eigentlich mal ein bisschen erzählen. Und eigentlich kann das noch mal eins machen. Wir haben hier goldener Drache will einen Brachiosaurus. So, okay. Also, ihr wisst Bescheid, wir dürfen hier dann irgendwo ein riesen Gehege bauen. Denn die Brachios sind mit die kleinsten Saurier, ne? Genau. Genau, weiß man ja. Ja. Und er hat sich auch schöne Namen ausgedacht. Also wenn es ein Mädel ist, dann soll es eine Sakara werden. Und beim Männchen ein Toskra. Das ist cool, ne? Schön. Ja. Ja. Und dann haben wir DK Gaming. Ach, ich spreche deinen Namen jetzt einfach nur DK, ne? Du wirst immer DK genannt, das weiß ich. Der will einen Pterizinosaurus. Und der soll Luchiosaurus heißen. Wenn es ein Mädchen wird, haben wir ein Problem. Dann wird sie Luciasaurus. Oh, keine Ahnung. Dann haben wir noch den Rainer, der will einen Spinosaurus. Und zwar den Harry oder die Lucy. Also es passt zum Spino, ne? So ein gefährlicher Spino. Und dann steht sie da, Harry, ja wo bist du denn? Na Harry, du bist ein feiner Junge. Und dann haben wir, wie gesagt, noch den Marito. Und den Slomo, die wollen beide einen T-Rexes. Bei Marito. Marito, du musst unbedingt noch unseren Gefallen tun und unseren Namen sagen. Weil, einfach nur zu sagen, du willst ein Baby-T-Rex und dann den Namenlos so dastehen lassen, das geht nicht. Nö. So nennen wir dein Dino einfach Namenlos und es ist halt traurig. Das ist sehr traurig. Und Slomo, du bekommst auf jeden Fall deinen Slomosaurus Rex beziehungsweise deine Slominasaurus Rex, wenn es ein Mädchen wird. Ja, das war's so. Und ihr könnt gerne nochmal in das Video von letzter Woche gucken, wenn ihr dieses seht. Das sind noch jede Menge Dinos, die auf den Paten warten. Also, Leute, legt uns euch ins Zeug, sonst dürfen die nie in die Freiheit und ihr wollt das doch nicht. Das will doch keiner. Oh, das ist traurig. Ne? Ja. Schön, dass ihr so schön arbeitet. Und ich einfach nur hier dastehe, ne? Und alles kommentiere, aber das kennt man. Das ist einfach produktive Arbeitsteilung. Das ist doch perfekt. Ja, natürlich. Natürlich. Okay, jetzt habe ich deinen Stab vergessen. Hätte ich das sagen können, ne, dass das eins zu kurz ist. Ich stehe ja schließlich hier und sehe es eigentlich. Aber, naja. Ja, wenn du es mir nicht sagst, dann muss ich den Posten einnehmen. Die haben mich einfach runtergeschmissen, ne? Was ist hier los? Junge, du bist ganz schön frech geworden. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die obere Reihe, dann sieht man es besser, weil unten ist irgendwie so, ich weiß nicht. Ja, da kommen dann die günstigen Sachen rein, wie im Supermarkt. Genau. Günstigen. Und wenn man hier so auf das Schild sieht, wisst ihr das noch? 21.8. Da haben wir hier angefangen, das zu bauen alles. Das ist schon wieder... Lange her. Puh. Das ist eigentlich fast auf den Tag genau. 4 Monate her. Denn wir nehmen heute am 22. die ganze Sache hier auf, Leute. Yay, wir haben Monatstag. Ich gehe zu meiner Zehe.
Ach krass. Ich geh zu meinem Dirk. Und ich schreibe weiter Schilder. Oh Gott. Hallo. Teda, ja, ich weiß, ne? Ich werde das wirklich. Ich verspreche es hoch und noch höher heiliger. Ja, ich werde ja auch schlecht gelaunt. Oh, ihr Gehege ist einfach zu klein. Ihr seins, eigentlich ist es eher immer noch. Aber, naja. Habt ihr eigentlich den Whirlpool von Dirk schon gezeigt? Ja. Okay, dann ist gut. Wir haben sogar extra, oder Gibi hat sogar extra deinen Namen genannt und... Ach Mensch. Ja. Soll ich unsere auch jetzt aufschreiben, oder? Ja, okay. Bitte. Bitte. Gibi hat mir übrigens auch einen sehr, sehr schönen Apparat hier gebaut, also auch nochmal öffentlich. Vielen Dank. Es ist wirklich toll, was hier über meinem Bett hängt. Ich glaube, es wird jegliche schlechte Träume abfangen. Ja. Ja. Ich glaube, das ist halt einfach auch, weil Gibi dich so vermisst. Ja. Silas? Was denn? Was für ein Dino ist Dirk nochmal? Ein Diplocaulus. Oh, ich wusste es auswendig, danke. Oder? Ist es wirklich einer? Ich muss gucken. Boah, du bist ja... Ich bin noch voll drin. Brain. Ja, Diplocaulus. Wow. Ich weiß, was mein Dino ist. Yeah! Juhu! Das ist, ja... Wollen wir das noch etwas ausleuchten hier, sonst spawnt hier nachher noch irgendwie ein Creeper und ja, dann sind die Schilder weg. Ich sehe nichts mehr. Wie immer. Ich sehe eigentlich nie was. Finde die Erleuchtung. Machen wir so. Nee, das gefällt mir nicht. Das machen wir so. Oh, wir brauchen irgendwann... Nee, hier gibt's noch keine Laternen, oder? Nee, aber ich würde sagen, wir können dann später mal hier diese untere Reihe durch Glas ersetzen und drunter Glowstone setzen, dann leuchtet es von unten so hoch, wie in so einer Wall of Fame. Das ist stark. Ich würde generell noch mal ein bisschen umbauen hier dann mal aufs... Ja, noch ist es halt ein kleiner Kasten, aber da kommen natürlich noch mehr. Genau. Das ist aber eine gute Idee. Stress? Kein Streit, Leute. Es ist Weihnachtszeit. Ich dachte, die ist offiziell vorbei. Gut, Weihnachten ist rum. Los, ihr könnt euch jetzt auf den Tod bekriegen. Ich bin weg. Ah. Ihr haut mich halt wirklich. Ja. Ja, ihr habt doch die Genehmigung dazu. Also ich erlaube es euch. Ich liebe dabei mein Bild. Gibi, du siehst nicht zu, ne? Ich tu deinem Silas nichts. Ah, Gibi, du musst Silas heilen. Hey, Gibi! Hallo? Ja. Warum machst du das? Weil... Ach Mann, ich dachte, der geht auch auf euch. Weil Silas sowieso von einem Zombie-Pigman angegriffen wird und da jede Hilfe gebrauchen kann. Das stimmt halt wirklich, ne? Er hat keine Rüstung. Gar nichts. Ja. Gibt's denn noch ich kann ihn nicht treffen. Alles gut? Also... Wow. Guck mal, jetzt habe ich Gold. Wenn er angreift, muss mit der Rache des Zombie-Pigmans klarkommen. Ach, ich wollte ihn auf euch lenken, aber es hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. In Minecraft ist das aber nicht so. Gold! Schenke ich dir. Dankeschön. Oh, Blue ist aber heute auch wieder sehr gesprächig, ne? Das ist jetzt wieder ihre Zeit. Gucken wir doch mal rein, wo ist sie denn? Da ist sie. Mhm. Aber du bist nicht mehr größer, ne? Nee, Blue ist ausgewachsen. Keine Sorge, Gibi, dein großes Ding hier kriegt auch Beachtung. Armin. Dein großes Ding hier. Oh, ich müsste Blue auch noch aufschreiben. Piep. Ne? Das ist echt, was aus dem geworden ist. Das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war da noch so ein kleiner Furz hier. Ja. Und natürlich hat Gibi so einen Pilz in seinem Gehege. Es hätte ja nicht anders sein können. Natürlich. Das ist irgendwann passiert, ich glaube, als wir aus dem Nether rauskamen, oder? Ich glaube, ja. Da waren die plötzlich so groß, alle beide. Das war so richtig so, what? Was ist denn nun passiert? Die sind alle explodiert. Oh, sind wir produktiv, ne? Ich laufe halt nur rum. Besiege die bösen Monster. Ja.
Ja. Also, wir haben aber unser Vorhaben erreicht. Wir haben eine schöne Dino-Wall. Mhm. Oh. Hall of Dino. Ja, da, genau. Und wir haben noch den der gehört eigentlich allen, oder? Ja, das stimmt, ist ein Gemeinschafts- der Community. Ja. Der Community. Kleine Saurus. Ich nenne jetzt einfach mal Ichti. Ja. So. Süß. Was ist los? Ich habe einfach mal so den Namen entschieden. Ja. Ach, ich dachte, du hättest ihn Alan genannt. Ich war gerade so, hä? Das wäre auch cool gewesen. Sollen wir ihn Alan nennen? Lass ihn Alan nennen, jetzt müssen wir eigentlich. Okay. Ja, eigentlich. Dann heißt er Alan. Oh Gott. Ich weiß zwar nicht, was er ist, aber ein Ichthyosaurus. Nee, ich meine, ob männlich oder weiblich, aber es passt ja beides. Alan. Ja, stimmt. Alan ist ja ein Geschlechtsneutraler Name. Das ist Alan, der Ichthyosaurus. Er ist übrigens ein Männchen. Ah, okay, perfekt. Passt. Jo. Cool. Dann. Ich ertrink gerade, aber. Das ist halb so wild. Das schaffst du schon. Ja, ja, natürlich. Also ertrinken. Ja. Sie sind aber heute wieder sehr freundlich, ne? Ja, immer doch. Naja. Die Kuh ist auch dauerhaft high. Ja. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht und das auch echt erfolgreich. Oder habt ihr noch irgendwelche Einwände? Nein. Dann. Wunschlos glücklich. Dann bin ich auch wunschlos glücklich und würde mich mal für die Folge verabschieden. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine positive Bewertung da oder schaut euch die Videos bei allen anderen nochmal an, weil es so toll ist. Und wir werden angegriffen. Oh, das ist nicht, wird angegriffen. Ja, dann ist nicht so schlimm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.